Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar habe ich mir jetzt mal Gedanken gemacht über die Müll- und Mülltrennung. Ich habe mir ein paar Notizen aufgeschrieben. Da geht es einmal um die grüne Tonne, um die gelbe Tonne bzw. gelber Sack, dann die rote Tonne, die blaue Tonne und die Restmülltonne in Schwarz. Und zwar zeige ich das euch jetzt mal. Müll und Mülltrennung, da sind die Stichpunkte drauf. Und zwar in der grünen Tonne kommt rein einmal Gemüse- und Obstreste, feste Speisereste, Kaffeefilter, Küchentücher aus Papier, Blumen und Laubreste. In der gelben Tonne kommt rein, beziehungsweise gelber Sack genannt, Kunststoffe, Metalle, Dosen, Verbundstoffe, Packungen, zum Beispiel Saft. In die rote Tonne kommt rein Elektrokleingeräte, Spielzeug, Metalle, CDs, DVDs, Alttextilien, Altholz. Und in der blauen Tonne bzw. Altpapiertonne kommt rein Pappe, Karton, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften. Und das Ganze kann man auch bei der Diakonie entsorgen. Da gibt es so eine blauen Tonne, also die da. Und das ist das letzte Plakat. Da habe ich einmal die graue bzw. schwarze Tonne, das ist die Restmülltonne. Da kann man reinschmeißen Geschirr, Windeln, Binden, Fotos, Asche, Spiegel und Fensterglas oder Tierstreu. Unten habe ich noch einen Regenbogen gemalt und in den Altkleidern kommen rein einmal Schuhe oder halt Kleidung, und in dem Glascontainer, da kann man reinschmeißen grünes, braunes oder weißes Glas. Und Fazit von der Mülltrennung ist einmal Müll vermeiden, weniger konsumieren und bewusster einkaufen. Und das war jetzt Müll- und Mülltrennung, also ein Video, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was man beachten sollte oder was halt wichtig ist, wenn man Müll entsorgen geht. Also, tschüss!